Sie baten mich ja, Ihnen den Arbeitsplatz eines Kommodores mal vorzustellen. Der ist sehr mannigfaltig. Eine Version sehen wir hier im Cockpit einer Transall C-160, mit der wir weltweit fliegen. Zu meiner eigenen Person, wie man an der Sprache leicht hören kann, gebürtiger Rheinländer, aber zwischenzeitlich Wahlniedersachse geworden. Dort lebt die Familie, ist der familiäre Mittelpunkt. Bin 49 Jahre jung und hatte das Privileg, Mitte letzten Jahres, am 23. Juni, das Kommando über das Lufttransportgeschwader 61 hier im schönen Bayern übernehmen zu dürfen. Mein Name ist Norbert Köhler. Ich bin seit 1989, also in der Zwischenzeit eine halbe Ewigkeit, bei den Stadtwerken Landsberg und bin seit dem Jahr 2000, früher war es der kaufmännische Leiter, der damals das Partner gemacht hat, um das Jahr 2000 bin ich für das Bad eben auch zuständig geworden. Ich bin hier jetzt der technische Vorstand. Ja, mein Name ist Manfred Theiler. Ich bin ganz von Anfang an dabei, als Präsident der Europäischen Holocaust-Gedenkstätte Stiftung, an dem Projekt Panther sehr interessiert. Und die Arbeit mit den Jugendlichen und die Herangehensweise, wie man Jugendliche über Kunstprojekte Geschichte vermittelt, hat mich eigentlich elektrisiert und ich habe viel dabei gelernt. Also geboren bin ich in Namibia, in Zwakopmund und habe die ersten 5 Jahre dort gelebt. Und mein Vater war dort Pfarrer und dann sind wir nach Deutschland, nach Düsseldorf seinerzeit. Und dann habe ich hier in Berlin studiert, aber auch in Frankfurt. Erst Kunstgeschichte und dann Lehramt später. Ja, und beschäftige mich seit einigen Jahren als Historiker, insbesondere vor dem Hintergrund Namibia, ehemals Deutsch-Südwest, mit der kolonialen Geschichte Deutschlands, Europas und bin in dem Zusammenhang auch auf Fritz Behn gestoßen. Nicht zuletzt deshalb, weil der größte Elefant, den es in Deutschland gibt, das ist derjenige aus Ziegeln errichtet in Bremen, das Reichskolonial-Ehrenmal von 1932 und darüber bin ich auf diesen Behn gestoßen. Mein Name ist Wolfgang Haug. Ich lebe seit rund 25 Jahren in Landsberg am Lech und habe hier unterschiedliche Aspekte meiner kulturellen und künstlerischen Arbeit verwirklichen können. Einerseits leite ich seit rund 25 Jahren auch das Theaterensemble Die Stelzer und habe mit diesem Ensemble als ein Kunstprojekt von meiner Seite unterschiedliche Formate mitentwickeln können. Auch andere Gründungen, wie zum Beispiel der Verein Die Kunstbaustelle, konnte ich als Fortsetzung von soziokulturellen Projekten hier verwirklichen und bin auch sehr dankbar, dass die Beteiligung der Landsberger, vor allem der Landsberger Jugendlichen, hier ganz enorm und so ambitioniert erfolgt. Ich bin Carla Schönebeck, Journalistin und beschäftige mich seit beinahe 10 Jahren schwerpunktmäßig mit dem Thema Nationalsozialismus. Fritz Behn ist für mich als Tierplastiker ein typischer Vertreter der Kunstrichtungen, die sehr stark auf die Ab- und Nachbildung der Erscheinung sich konzentrieren. Das verlangt natürlich auch eine gewisse Fertigkeit, ein Können. Hochinteressante, widersprüchliche, ganz vielschichtige Persönlichkeit mit einigen sehr abstoßenden Elementen, auf der anderen Seite auch mit ganz faszinierenden Facetten. Schwierig einzuordnen, aber das macht es ja nicht uninteressanter, im Gegenteil. Kommt bei mir der Eindruck auf, dass Fritz Behn natürlich ein Zeitgenosse in der Zeit sozialisiert war, der sehr mit völkischen und nationalen Gedankengut behaftet war, wie viele der Menschen dieser Zeit. Das ist also eine Figur, das war ein Mensch, der das Natürliche gesucht hat, der früher so gearbeitet hat und der wollte, wie es eben bei Bildhauern oder Künstlern zur damaligen Zeit war, die sind eben zu den, ja, wie soll ich sagen, in die ursprüngliche Natur, zu den Wilden gegangen. Also politisch war er ein Rechter, er war ein Nazi, ein Filofaschist.
Das ist nicht zu bezweifeln. Auf der anderen Seite gehört er eben zu diesen Künstlerpersönlichkeiten, die, weil sie Nazis waren, weil sie mit den Faschisten oder weil er mit den Faschisten sympathisierte, dass daraus auch nun gleich abgeleitet werden kann, ergo ist seine Kunst auch gleich eine Nazi-Kunst. Es gibt keine Nazi-Kunst. Er arbeitet im Stil eines leicht abstrahierten Naturalismus. Er glättet oft die Oberfläche und findet so zu einer also leichten Abstrahierung. War das ein Propagandakünstler? War das ein Künstler, der in der Nazizeit gewirkt hat? Denn wir haben ja auch in der Zeit Kunst, die eben als entartet galt. Also das ist ein ganz breites Spektrum. Auch das werden wir ja dann etwas genauer durchleuchten. Fritz Behn ist für mich kein visionärer Künstler. Das ist ganz offensichtlich. Er bildet Natur ab, möchte dadurch einen Rückblick auf einen Naturzustand, der natürlich lange vergangen ist, selbst auch in den afrikanischen Staaten, die er besucht. Da geht es ihm nicht anders wie Gauguin. Deswegen auch eine gewisse Frustration oder auch Ernüchterung, die natürlich nur aus anderen Motiven und Erlebnissen gespeist wird. Also ich habe natürlich erstmal überhaupt keine Beziehung zu dem Panther gehabt, das ist ganz klar. Aber im Laufe der gemeinsamen Arbeit mit Wolfgang Kauck und den Jugendlichen habe ich eine ja geradezu intensive Beziehung zu dem Panther bekommen, sodass ich mir eigentlich auch im Ergebnis wünschen würde, dass wir ihm einen Namen geben. Der Panther, dieses Aufwärmen aus dem Bad etc., wie es erzählt wurde, würde oder wird, das ist mir fremd. Das Projekt der Panther im Inselbad hat eine Bandbreite entwickelt, die bei mir die Wahrnehmung dessen, was dieser Panther beinhaltet, möchte fast sagen, täglich verändert hat. Das sind nicht nur die neuen Informationen, es sind auch die Berichte, es ist aber auch gerade der Umgang mit ihm und der sozusagen das Herantasten an ein Objekt, das an und für sich keine Besonderheit darstellt. Darauf positionieren müssen, damit mich meine Eltern fotografieren konnten, dass sie schöne Kinderfotos hatten. Es ging allen Kollegen meiner Altersgruppe immer ähnlich. Also der Panther am Mutterturm ist im kollektiven Bewusstsein diese Generation eingedrungen. Also ich war sehr erstaunt, als mir mein Amtsvorgänger bei der Übergabe der Dienstgeschäfte vor dem Projekt eines Panthers im Rahmen einer Kunstbaustelle berichtet hat und dass diese Spuren hier hingeführt haben, auch vor dem Fliegerhaus geführt haben. Und wir uns bereit erklärten hatten und die Bundeswehr sich bereit erklärt hatten, dieses Kunstprojekt hier in der Region entsprechend zu unterstützen, um abzuwarten, was dabei letztendlich rauskommt. Also wenn man sich überlegt, mit wie viel Nichtachtung der Panther dann bedacht worden ist, ist es erstaunlich, wenn man die ganze Geschichte und die Umstände kennt. Mir hat es von Anfang an, ohne dass ich jetzt erstmal eine große Beziehung hatte, fast wehgetan, dass der Panther als Handtuchständer, als Handtuchhalter, als Ablage, als was weiß ich benutzt wird. Das ist nicht meine Beziehung, die ich zur Kunst habe und von der ich glaube, dass man mit der Kunst umgehen muss. Ich bin selber kein Künstler, aber ich kenne natürlich viele und Traum eines jedes Künstlers ist, dass ein Kunstwerk, so kenne es ich jedenfalls, in der Akzeptanz der Bevölkerung ankommt, nicht auf einem hohen Sockel steht, hinter einer Vitrine beobachtet wird, sondern im täglichen Leben angenommen und akzeptiert wird. Der Panther im Inselbad hat sicher dort eine Heimat gefunden und auch eine eigene Geschichte entwickelt. Er hat sich sozusagen einen Platz ersessen, für den er eigentlich weder geschaffen noch gedacht ist. Persönlich sagte mir der Panther überhaupt nichts. Ich hätte auch gar nicht gewusst, dass er hier gestanden ist, bis man drauf gestoßen ist. Aber dass hier mal ein Panther gestanden hat im Fliegerhaus hier, ich war sehr verwundert. Und Verwunderung weckt auch Neugier. Also zunächst einmal, dass eine solche Plastik auch in einem Raum steht wie einem öffentlichen Schwimmbad, das finde ich zunächst erstmal als solches nicht schlimm. Das heißt, Panther im Bad,
eigentlich, wenn man schon so eine Großkultur in einem Bad vermutet, es gibt da große, kräftige Tiere, die gerne schwimmen, ja. Der Panther gehört nicht dazu. Ja, ich erinnere mich, wie er vom Mutterturm gestanden ist. Und natürlich jetzt im Inselbad, klar. Aber im Mutterturm, an das kann ich mich gut erinnern, dass er da gestanden ist. Allen Dingen Mutterturm. Schon immer? Gell? Ja. Schon seit Kindheitstagen? Nein, das kann ich nicht sagen. Gell? Gell? Der Panther, der war doch schon immer draußen jetzt im Mutterturm. Jetzt ist er schon im Inselbad hinten. Ja. Aber wie lang, das weiß ich jetzt nicht. Aber schon lang. Ja klar, aus dem Inselbad. Wir wissen nicht, wer es gemacht hat und wir fanden es eigentlich sehr interessant. Ich bin 92 Jahre und war schon als Kind im Inselbad, im Alten. Na, auf einmal war ich im Inselbad.